Hallihallo, meine Lieben. Herzlich willkommen hier bei Freyas Orakel und Wegweiser. Schön, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt, dass ihr mit dabei seid auf meinem Kanal. Ich bedanke mich hier für alle lieben Kommentare und Likes vom letzten Mal. Na, ich begrüße alle neuen Abonnenten. Das ist jetzt die Er- und Du-Spiegellegung. Du und dein Gegenüber. Was sind da für Hauptthemen? Was habt ihr für Gedanken in eure Richtung? Was habt ihr für Gefühle in eure Richtung? Und wie sehen die nächsten Schritte bei euch aus, die ihr aufeinander zumacht? Und am Ende schauen wir nochmal hier auf die Gesamtschritte. Ne? Wenn du jetzt hier damit nicht in Resonanz gehst, dann ist das nicht so schlimm. Als Mann oder wenn du ja als Mann zuschaust, dann schau bitte, ob du dich hier auf der weiblichen oder auf der männlichen Seite wiederfindest. Wenn du damit überhaupt nicht in Resonanz gehst mit diesem Orakel, dann schau bitte in die Playlist rein. Das sind ganz viele Er- und Du-Spiegellegungen. Vielleicht spricht dich hier eine Legung kostenlos an. Und wenn du es wirklich hundertprozentig genau wissen möchtest, kannst du so eine Spiegellegung auch bei mir buchen, um bei dir und deinem Gegenüber drauf zu schauen, ne? Auf die Gedanken, Gefühle und nächsten Schritte. Das wollte ich nochmal mit dazu erwähnen. Wenn du meine Nummer suchst, das ist hier unten in der Infobox, schreib mich dazu einfach an oder buch über meine Webseite, einen Termin und dann, genau, da mach mal deine Spiegellegung, würde ich sagen. Jetzt schauen wir aber erstmal hier rein. Was ist das Hauptthema bei euch? Oh, die Urus. Die Urus ist eine ganz große Schutzrune. Ihr habt Kraft zur Manifestation. Es geht darum, gut geerdet und in der Mitte zu bleiben. Das ist doch richtig super, ne? Dann die Lektionen deiner Seele sagen, ihr sucht vielleicht gerade auch beide den Lebenssinn. Ich weiß, wozu ich hier bin und was ich zu tun habe. Wow. Ne? Also ihr scheint das beide ganz genau zu wissen und zu ahnen, wo es hingehen soll bei euch im Leben. Und das spiegelt euch auch gerade. Ne? So, mal gucken, was das schamanische Traumorakel sagt. Den Schleier flicken, Vergebung. Ja, vielleicht ist hier irgendeine Situation bei euch gewesen, wo ihr euch vergeben musstet. Vielleicht kennt ihr euch aber auch schon ein bisschen länger, ne? Und vielleicht übt ihr euch aber gerade auch in Vergebung zu anderen Menschen. Vielleicht, ich sehe ja hier auch, ne, das ist ja wie so Nadel und Faden, wo man hier etwas flickt, wo man etwas wieder näht. Und das sieht mir wirklich so aus, wie wenn ihr hier vielleicht auch eure alten Wunden näht. Ne? Und ja, wie wenn ihr euch vergeben habt hier mit dem, mit den verschiedenen Sachen, wo ihr euch vielleicht auch geschadet habt. Gell? Also das kann jetzt hier wirklich sein. Ne? Ich muss erstmal einen Schluck trinken. So, meine Lieben, jetzt geht's weiter. Also, hier geht es um eine Begegnung oder um eine Überbrückung. Ne? Ja, vielleicht hofft man hier schon lange auf eine Begegnung, dass man sich hier trifft, dass man sich begegnet. Hier, man möchte Klarheit über die Gefühle haben, über diese Verbindung, ne, vielleicht auch Beziehungen. Wenn ihr jetzt noch nicht in einer Beziehung seid, dann möchtet ihr halt im Klaren darüber werden, sind da noch Gefühle oder sind da keine Gefühle mehr. Hier ist das kleine Glück in der Verbindung dabei, ne, und der Fuchs, der guckt aber auch hier in... Naja, vielleicht war ja aber auch eine Lüge wegen einer anderen Person, anderen Schlange, kann natürlich auch sein. Oder man hat sich hier irgendwie selbst belogen und das ist dadurch in Komplikationen irgendwie gekommen, Verstrickungen hier. Aber positive Veränderungen waren hier wieder drinne. Und zurzeit ist es vielleicht so, man macht sich viele, viele Gedanken, ne, um die innere Harmonie, weil irgendwas hier noch blockiert ist im Vorwärtskommen, ne? Also, da will vielleicht jemand vorwärts kommen, ne? Das ist hier bei ihm gerade der Fall, ne? Vielleicht hofft er ja auf eine Begegnung. Und bei dir ist es so, bei dir nagt hier ganz vieles an dem Glück. Du willst hier Lösungen finden, das Ganze sicherer zu machen, ne? Also bei ihm war es hier eher so, wir können auch mal bei ihm schauen, dass er hier schon lange dir begegnen will, aber er ist sich vielleicht noch nicht klar über die Gefühle, muss sich vielleicht erst im Klaren werden, ne? Vielleicht ist hier noch eine Lüge oder irgendeine Komplikation hier mit einem Fuchs oder mit einer falschen Person drinne. Und bei dir, du versuchst hier eine sichere Lösung zu finden, ja, diesen Wunsch hier erfüllen, dass du hier auch eine tiefe Sicherheit hast in dieser Verbindung. Und das ist auch schon hier eine lange Zeit. Ne? Man versucht eine lange Zeit hier schon vorwärts zu kommen, aber hier ist ein großer Kummer irgendwie damit dabei. Schauen wir mal auf die Gedanken bei ihm.
Also, er macht sich gerade entweder Gedanken über eine enttäuschende Kommunikation, weil die Eulen, die sind ja auch, stehen ja auch für eine Kommunikation, ne, und versucht vielleicht gerade hier wieder zu heilen und Entscheidungen zu treffen, ne? Es kann aber auch sein, dass er hier überlegt, okay, ich weiß, dass ich jetzt ehrlich sein muss, ne, und da was ins Wachstum wieder bringen muss und darauf mich jetzt entscheiden muss, welchen Weg möchte ich denn wirklich gehen. Für wieder andere ist es so, er schaut auf die Enttäuschung, er ist vielleicht von dir enttäuscht und hat ja auch so gewisse Sorgen, die von denen er aber gerade wieder heilt und auch hier Entscheidungen trifft. Ne? Also das kann bei jedem hier unterschiedlich sein. Schauen wir mal, wie es bei dir aussieht, wie sich das Ganze spiegelt. Okay, hier ist schon mal der Reiter mit den Nachrichten. Ne? Du bist hier schon gerade dabei, mit dem Reiter eine Neuausrichtung zu machen. Ne, du machst dir darüber Gedanken. Das können Belastungen sein mit dem, ja, du bist hier gerade an deiner Arbeit, kann man sagen, an deinem Prozess. Ne? Du versuchst gerade, dich neu auszurichten, die Belastungen hier zu bereinigen. Ne, vielleicht hast du hier noch ein paar Zweifel. Nee, das kommt mir nicht rein. Zweifel hast du nicht. Du versuchst hier dir Gedanken über diese Belastungen zu machen, richtest dich jetzt neu aus, um dir im Klaren über einiges zu werden, ne? Und darüber machst du dir gerade Gedanken. Du möchtest hier ganz einfach jetzt die Klarheit haben und tust dir so ein bisschen rausfegen, diese Belastungen. Ja, also so kommt mir das jetzt hier rein. Ne? Darüber machst du dir Gedanken. Vielleicht war aber auch Streit oder irgendwas gewesen, was halt hier belastet. Und du versuchst hier wirklich die Klarheit wieder reinzukriegen mit den Sternen. Schauen wir mal an seine Gefühlsebene. Er macht hier auch eine Neuausrichtung. Die hat er in den Gefühlen, du hast sie in den Gedanken, die Neuausrichtung. Ja, er schaut sich ja auch einiges an. Und das passiert in seinen Gefühlen. Ne? Er fühlt das gerade. Okay, ich muss mir hier was anschauen. Hier, ja, das ist ja krass, wie sich das gerade spiegelt. Aber bei dir ist das schon in der Gedankenebene und bei ihm ist es gerade in der Herzebene. Ne? Also wir sehen hier bei dir, du machst dir Gedanken über diese Belastung, vielleicht auch Streitereien oder hast Zweifel und willst dir hier über einiges im Klaren werden. Und bei ihm ist es so, er fühlt dieses Ganze, er fühlt hier, okay, hier muss eine Neuausrichtung passieren, hier geht's wo neu hin, ne? Dieses Ganze muss vielleicht auch neu gemacht werden. Für dich im Herzen fühlt er auf jeden Fall hier die Sonne. Ne? Also da ist schon eine Freude für dich dabei und er fühlt sich auch glücklich. Und er weiß aber auch, okay, ja, ich muss jetzt hier mit Nachrichten vorwärts kommen in ihre Richtung. Ne? Genau. Wir fragen jetzt nochmal, wo reitet denn der Reiter hin? Oh, nee, jetzt wollen die Belastungen rausfallen. Nee, die lassen wir mal schön drinne. Okay, der Reiter, der reitet in die Treue rein. Ne? Man ist sich hier treu und ja, vielleicht ist man auch in einer Freundschaft oder guter Freund für diesen Menschen. Ne? Wir haben halt hier die Belastung, aber die Belastungen gehen hier raus. Ne? Hier oben war noch die Belastung, bei dir, bei ihm sind sie schon draußen, ne? Kann man sagen. Also er versucht gerade das Ganze wieder in seiner Gefühlsebene ein bisschen sicherer zu machen. Und er ist sich da auch treu und ich denke, er überlegt oder fühlt hier schon, okay, ich müsste jetzt mal mit ein paar guten Nachrichten in ihre Richtung kommen, ne? Schauen wir mal bei dir den Gefühlen. Bei dir ist das schon was Längeres oder was Vergangenes, ne? Nee, du fühlst hier auch die Sonne in deinem Herzen, in deinen Gefühlen für diesen Menschen. Du schaust dir aber hier noch einiges an. Ja, und du willst hier Entscheidungen treffen, ne? Das ist ja krass, wie sich das spiegelt. Also bei ihm sind die Entscheidungen hier schon in der Gedankenebene. Du arbeitest gerade noch deine Themen hier so ein bisschen ab und kehrst hier ein bisschen raus aus deinen Gedanken und triffst aber auch gefühlsmäßig hier eine Entscheidung, ne? Genau. Also du schaust dir das nochmal von vorne, von hinten, von allen Seiten an. Bin ich denn glücklich mit dieser Person? Macht mich denn diese Person glücklich? Ne, du hast zwar schon die Sonne im Herzen, das Ganze ist eigentlich auch erfolgreich, aber du guckst dir das hier nochmal an und willst jetzt auch Entscheidungen in deinen Gefühlen treffen. So. Oh, die nächsten Schritte von ihm in deine Richtung, das ist die Liebe. Hier kommt auf jeden Fall eine liebevolle Nachricht oder eine Nachricht, dass er dich liebt. Wow, sehr, sehr schön.
Und hier haben wir aber noch eine Isolation, eine Trennung. Ja, das ist jetzt wieder unterschiedlich. Wir klären das aber gleich noch ab. Entweder gesteht er dir hier, dass er dich liebt, ne, und zieht sich dann wieder zurück, um Entscheidungen hier zu treffen. Oder für viele andere kann es auch sein, er sagt, er schickt dir hier eine liebevolle Nachricht. Ne? Ich glaube nicht, dass er dir eine Nachricht schickt, dass er sich hier von dir trennt, sondern wenn hier vielleicht noch eine andere Person mit einer Rolle spielt, dann tut er sich vielleicht von einer anderen Person trennen. Ne? Und er wird dir wahrscheinlich sagen, dass er dich liebt. Wir fragen jetzt den Turm. Was ist mit dem Turm? Ja, Verbindung, aber was? Also, er trennt sich hier von einer Verbindung, ne, damit er hier wieder mehr Halt reinkommt, ne, damit hier eine Wunscherfüllung ist. Also, es sind zwei verschiedene Sachen. Für die einen kommt mir wirklich rein, dieser Mensch, der trennt sich hier von jemandem. Vielleicht ist er noch in einer Beziehung irgendwie, ne, die schon lange vielleicht auch war. Und ja, er hat vielleicht diesen Wunsch, sich von dieser alten Partnerin vielleicht zu trennen. Und für wieder andere kann es sein, er schickt dir eine liebevolle Nachricht, gesteht dir da ist seine Liebe und dann zieht er sich wieder in den Turm zurück. Ne? Oder halt auch eine Veränderung, kann auch eine Veränderung kommen. Und hier passiert aber eine Wunscherfüllung. Ne? Hier wird eine Verbindung, eine Beziehung dann auch ein bisschen fester gemacht. Er versucht sich hier zurückzuziehen, um hier die Festigkeit wieder zu erreichen, ne? Dass sich hier auch ein Wunsch erfüllt. Ja. Was ist bei dir? Du hast hier in den nächsten Schritten, dass du hier irgendjemand etwas, du offenbarst ihm hier etwas, ne? Also entweder, dass du mit ihm zusammen sein willst, dass du eine Zusammenkunft mit ihm haben willst, oder du erzählst ihm hier etwas, ne, von einer Freundschaft. Und auch hier ist die Verbindung zu sehen, ne? Ja. Kann aber auch sein, dass du ihm irgendetwas sagst über einen Freund und dadurch blockiert die Verbindung hier wieder bei euch. Ne? Wir fragen jetzt mal auf die Freundekarte. Was ist denn mit der Freundekarte gemeint? Oh, kann aber auch sein, also entweder willst du hier einen Neubeginn in dieser Freundschaft haben. Oder du fängst etwas Neues mit einem Freund an. Das kann natürlich auch sein. Oh. Wir fragen mal noch auf das Geheimnis. Ja. Aber ich verstehe das gerade nicht. Moment. Ich muss mich hier reinfühlen. Hier ist irgendwie ein Geheimnis. Ne? Ja, also jetzt habe ich's. Hier wird auf jeden Fall mit dem Geheimnis und dem Turm ein Geheimnis vollständig offenbart. Ne? Hier ist eine vollständige Offenbarung mit dem Geheimnis. Und zwar sieht mir das wirklich ganz so aus, als ob hier du einen Neuanfang hier mit einem Freund machst. Ne? Also entweder guckst du hier drauf, dass du, ja, dass du hier einen Neuanfang irgendwie machst mit einem Freund. Ne? Ich habe jetzt hier aber auch unterschiedliche Möglichkeiten. Mein Gott, das hat ja jetzt verschiedene Facetten hier. Nee, habe ich nicht. Weil hier bist du ja, das bist du. Du bist diese treue Seele für ihn, ne? Und deswegen kommt er mit Nachrichten in deine Richtung rein, ne? Sagt dir vielleicht auch, dass er dich liebt und zieht sich dann wieder zurück. Und du wirst ihm im Endeffekt wirklich hier ein Geheimnis offenbaren, ne? Komplett offenbaren, dass entweder hier eine Zusammenkunft mit einem Freund ist oder das kann natürlich auch sein, dass du von einem Freund schwanger bist. Das ist für einige vielleicht auch für ganz wenige und dass deswegen dann wieder diese Verbindung hier blockiert. Wir schauen auf die Blockaden noch. Oh, das ist ja heute tiefgreifend. Na? Ja, irgendwie ist dann hier eine. Also entweder offenbarst du ihm hier vollständig etwas, dass du hier einen Neuanfang machen möchtest in einer freundschaftlichen Verbindung, aber diese Verbindung ist vielleicht auch blockiert,
in der Kommunikation, man hat dich blockiert, oder es ist ganz einfach so, dass du ihm offenbarst, dass hier ein Neuanfang in einer Freundschaft ist und dass deswegen diese Verbindung dann blockiert ist. Also vielleicht blockiert er dich dann, ne, weil hier sind Nachrichten dann blockiert. Das kann natürlich auch sein. Und dass er sich dann hier entweder trennt, ne, von dieser Sache, oder dass er hier, ja, dass er hier sich zurückzieht und über die Verbindung nachdenkt, ne, wie er das in eine Wunscherfüllung bringen kann. Boah, das ist ja heute wirklich krass, diese Legung. Jetzt schauen wir mal noch, wo habe ich denn hier? Ich muss mal ganz kurz ein anderes Lennemoor suchen. Das ist ja, meine Herren, ey, das ist ja heute wirklich eine krasse Legung, muss ich ehrlich sagen, ey. Schauen wir erst mal, weil wir wollen jetzt mal gucken, wie sehen denn die Gesamtschritte bei euch aus? Weil ich denke, da kriegt man noch ein bisschen mehr Klarheit. Das ist ja schlimm. Das ist sehr schlimm, was hier bei euch los ist, Mensch. Okay, schau mal. Was sind die Gesamtschritte bei euch dann in der nächsten Zeit? Was wird im Endeffekt hier rauskommen oder draus werden? Fragen wir mal so. Okay, wir nehmen erstmal die. Hier wird es auf jeden Fall wahrscheinlich zu einem Treffen kommen, ne? Oh. Also entweder ist es ganz einfach so, dass, ja, also entweder ist es so, dass man sich treffen tut und über diese Komplikationen oder andere Personen redet, mit der man dann in einer Verbindung ist. Aber mir kommt das eher von deiner Seite aus her, dass du ihm hier sagst, dass du wahrscheinlich hier jetzt mit einem guten Freund zusammen bist oder ne, zusammenkommst. Oder dass ihr Neuanfang mit dem guten Freund ist. Oder ihr begegnet euch hier draußen irgendwo in einem Park oder irgendwo, ne? Und du siehst ihn hier mit einer anderen Schlange. Ne? Das kann natürlich auch sein. Was ist denn hier mit dieser anderen Schlange? Fragen wir da nochmal drauf. Das ist ja heute eine Legung, ja. Ne? Ja, also mir kommt wirklich krass hier rein. Man begegnet sich wahrscheinlich irgendwo im Park, trifft sich vielleicht durch Zufall und du siehst ihn hier mit einer anderen Person in einer Verbindung. Nee, Quatsch. Entschuldigung. Nein. Jetzt muss ich erst mal überlegen. Ihr macht mich fertig. Nee, nicht ihr, sondern diese Legung macht mich fertig. Ganz anders. Wir haben ja hier auf deiner Seite, dass du ihm hier was vollständig offenbarst. Mit einem Neuanfang in einer Freundschaft. Ne? Du offenbarst ihm hier etwas. Nicht er dir, sondern du ihm. Er sagt dir hier eigentlich im Endeffekt, dass er dich liebt. Ne? Dass hier eine Liebe ist. Oder wenn es bei ihm vielleicht auch auf der Seite ist, dass er vielleicht hier dir sagt, aber da hätte ich ja hier diesen Freund dann gehabt. Ne? Nee, das liegt auf deiner Seite. Du sagst ihm wahrscheinlich, du machst hier einen Neuanfang mit einem Freund und deswegen blockiert er dich dann auch. Ne? Und es kann dann wirklich vorkommen, dass hier ein Treffen bei euch stattfindet, aber ein unverhofftes Treffen und er dich dann mit der anderen Person vielleicht auch sieht. Ne? Ja, wir fragen mal noch, was ist noch dann? Es ist mir heute alles so ein bisschen unklar. Neuanfang, ne? Ja. Man ist hier mit einer anderen Person in einem Neuanfang, ne? Da ist ein Neuanfang auf jeden Fall. Ob das jetzt bei ihm oder bei dir ist, aber das kommt mir eher bei dir rein. Weil du guckst dir ja schon in der Gefühlsebene an, bin ich denn glücklich mit diesen Menschen? Und du willst ja hier Entscheidungen noch treffen. Er hat zwar auch schon Entscheidungen in den Gedanken, er ist aber auch enttäuscht, ne? Aber im Endeffekt hast du das Geheimnis bei dir, ne? Vielleicht willst du dich ja auch trennen von ihm, weil du hier einen Neuanfang mit einem Freund machen möchtest, ne? Weil du hier mit jemand anders zusammenkommen möchtest. Ach, das ist. Also das ist ja wirklich heute mal eine krasse Legung, ne? Also hier wird man sich entweder irgendwie treffen, aber mir kommt hier wirklich rein, man trifft sich unverhofft, ne?
Also normalerweise brauche ich jetzt auch gar keine Liebeskarte mehr nehmen, aber ich frage jetzt trotzdem noch mal mit einer Liebeskarte hier rein. Was kommt dann hier noch? Ja, Verspieltheit. Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander, vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Ja, also ich weiß nicht, ne? Also mir kommt hier wirklich so krass rein, dass du vielleicht mit jemand anders hier jetzt einen Neuanfang machst, ne? Und ja, ne? Man hat hier viele Belastungen irgendwie gehabt. Na, das ist ja heute eine krasse Spiegellegung, meine Güte, ey. Boah, da habt ihr mir aber heute was gegeben. Echt. Da bin ich ja schon voll rausgekommen hier. Ne? Ich fühle mich jetzt hier nochmal rein. Vielleicht sehe ich ja irgendwas, was man vielleicht nicht so auf den ersten Blick sieht. Eigentlich wollte ich das heute gar nicht so lange machen. Ja, er richtet sich in den Gefühlen neu aus, hat die Freude hier, macht sich auf mit guten Nachrichten. Ich glaube nicht, dass er hier mit guten Nachrichten jetzt auf einen Freund zukommt, weil wir fragen ja, was hat er für Gefühle auf dich? Ja, hier kommen gute Nachrichten in deine Richtung rein, ne? Ja, ne? Treue Nachrichten sind das, loyale Nachrichten. Na, man hält hier fest, vielleicht an der Verbindung. Er will dir sagen, im Endeffekt in den nächsten Schritten, dass er dich liebt. Also hier kommt eine liebevolle Kommunikation. Aber hier ist dann wieder ein Rückzug oder irgendwie eine Trennung, ne? Isolation. Aber vielleicht ist er auch dann wieder im Rückzug und denkt wirklich drüber nach, wie er hier mehr Festigkeit in diese Verbindung reinbringt, dass sich hier ein Wunsch erfüllt. Und da trifft er aber noch Entscheidungen. Und du knallst ihn hier im Endeffekt dran, hier, du hör mal zu, ich sag dir jetzt, was wirklich los ist. Ich bin hier in einem Neubeginn mit einem Freund, ne? Irgendwie hat sich da was ergeben. Und ja, und dann ist die Verbindung bei euch blockiert. Ne? Und dann ist hier auch die Kommunikation blockiert, dann kommt gar nichts mehr. Dann ist er wahrscheinlich hier wirklich im Rückzug. Und dann trifft man sich hier irgendwie unverhofft und dann sieht er dich wahrscheinlich mit einer anderen Person, dass du hier in Love bist. Ne? Und ja, man sieht hier, dass dieser Neuanfang ist. Ne? Ich meine, wenn wir die Karten hier drauf legen, dann könnte das natürlich auch heißen, dass man hier sich treffen tut, vielleicht über diese Verstrickungen redet, Komplikationen, dass hier im Endeffekt auch die Liebe rauskommt wieder bei euch und dass die Verbindung in den Neuanfang geht. Das kann natürlich auch sein. Ne? Also für einige kommt mir jetzt auch irgendwie rein, vielleicht trifft man sich hier wirklich, ne? Und redet hier über diese Sachen, über diese Komplikationen und dann kommt Neuanfang in der Verbindung. Man kann es natürlich auch so auslegen, die Karten haben ja wirklich viele, viele unterschiedliche Bedeutungen, ne? Man kann es natürlich auch so sehen, dass man hier im Inneren sagt, okay, ja, dass du vielleicht sagst, ja, im Inneren, ich wollte mich hier komplett trennen von dir. Und dann findet hier wahrscheinlich eine neue Zusammenkunft statt, ne, in eurer Verbindung. Aber hier ist irgendwas in der Kommunikation blockiert. Das kann natürlich auch sein, ne? Aber mir kommt hier wirklich, in erster Linie kommt mir durch, dass du wahrscheinlich hier einen Neuanfang mit einem Freund haben wirst. Meine Güte, da habt ihr mich ja heute wirklich vor eine komplizierte Sache gestellt. Echt. Naja, gut, ne? Dann lassen wir das jetzt mal einfach so stehen. Schauen wir mal, was dann nächste Woche in der neuen Spiegellegung rauskommt, gell? Okay, meine Lieben, ich wünsche euch trotzdem hier eine wundervolle Zeit, ne? Ciao.